Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Ersage. Ich habe den Weg gefunden. Der Markus hat mich aber leider verlassen. Wir haben mittlerweile 6:30 und er hat dann gesagt, jo, ich bin müde, hat sich noch ein Brot gemacht und dann ist er auch offline gegangen. Wir werden den Boss wahrscheinlich auch alleine besiegen und zwar ist er hinter dieser Tür. Und schauen wir uns doch mal an. Es handelt sich hierbei um eine Riesenqualle. Ja, Besonderheiten. Ja, diese riesigen Fangarme und diese Elektrodinger, die er macht. Sein Hagelsturm. Ja, das war's dann im Großen und Ganzen auch schon, auch was sein Zauberrepertoire angeht. Deswegen würde ich sagen, machen wir ihn platt. Und zwar, indem man wieder zuspammt. Das war's dann auch schon. Hinterrücks möchte uns dann Oglin in den Arsch treten. Hey, Kleiner! Los! In den Eimer! So, springen wir mal da rein. Lustiger kleiner Bug, weil wir halt gespammt haben. Ja, wieder nur alleine. Hey, jetzt ist klar, warum der Brunnen ausgetrocknet ist. Diese Kreatur muss der Grund dafür gewesen sein. Gut, dass du sie vernichtet hast. Wie bist du eigentlich auf den Grund des Brunnens gekommen? Mein Hund und ich folgten einem unterirdischen Gang. Es war dort sehr düster, außerdem liefen dort ein paar Typen mit Umhängen herum. Das waren Oglins, gefährliche Monster, so sagt man. Sie sollen zwei Köpfe haben und messerscharfe Zähne und Klauen. Nun ja, ich weiß nicht, ob das so ganz zutrifft. Na egal, könntest du den Hund hochholen, er ist noch unten. Aber sicher. Hey Waldo, spring in den Eimer. So, Leute, macht euch gefasst auf den Killerpudel. Boah, ich rechnete mit einer Überraschung. Aber das habe ich nun nicht erwartet. Ein Pudel. Und noch ein prächtiger dazu. Wo sind wir hier? Nun, ihr befindet euch südlich von Chaosturm, der neuen Burg der Königin. Ihr solltet die Königin besuchen, sie hilft euch sicher weiter. Möchtest du speichern? Ja, möchten wir. Ja, Leute, und herzlich willkommen damit in der dritten Welt, und zwar Gothica. Es gibt hier noch einen kleinen Trick, und zwar gehen wir hier hoch, werfen den Eimer runter und hämmern auf B rum. Dann erscheint ein Oglin, der sich sofort verdünnisiert. Ja, er hat es nicht gesehen. Aber du könntest dich hier bitte verdünnisieren, damit ich hier wieder wegkomme. Bitte. Egal, lauf mal mit dem Hund. So, hat sich die Sache. So, auch hier gibt es wieder einen kleinen Trick. Und neue Monster. Und zwar gehen wir hier lang. Laufen dem Satyr wieder in die Arme. Auch die Dinger haben mich bestimmt lieb, du. 5-mal Asche erhalten. So, dann gehen wir noch hier hoch. Nicht? War das nicht hier? Ich meine, hier kann man dann... Doch, danke. Amulett des Charon gefunden. So. Dann wieder hier runter. Hier raus. Hier entlang. Und dem Satyr in die Arme und diesen Fiona in die Arme. Und zwar gehen wir noch hier lang. Und hier nach unten. Zerstören mal eben die beiden Monster hier. Weil es sonst blind wäre. Aura erhalten. Ja, das ist die letzte geheime Fähigkeit, beziehungsweise versteckte Fähigkeit von Hector. Hector ist der einzige, der 5 Zauberperlen hat, beziehungsweise Eigenschaften der Zauberperle.
Die Blitzgenesung hatte ich euch gesagt, das können wir auf uns wirken. Sollten wir sterben, sind wir sofort wieder am Leben. Die Aura habe ich nie benutzt. Soweit ich weiß, schalte das für eine kurze Zeit den God-Mode an. Das heißt, wir sind zu diesem Zeitpunkt dann unbesiegbar und erhalten keinen Schaden. Wie ihr merkt, wir haben mittlerweile 16 Zauberperlen. Ich benutze die Dinger eh nicht, also sollen wir sie doch sammeln. Na komm. Mach ich was falsch? Nicht? Gehen wir nach rechts. Oder auch nicht? Ah, jetzt. Ach ja, und wir betreten die Burg. Willkommen in Chaosturm. So, hier finden wir, hier ist ein Markt. Hier finden wir nun auch wieder verschiedene seltene Items. Hier, wie zum Beispiel die Teufelskutte. Für 8 Flaschen Rosenwasser und 6 Perlen gehört sie dir. Und mich verlässt kurz die Stimme, kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Ja, eine gute Wahl. Was macht sie? Teufelsgutte. Erhöht deine Fähigkeit, Angriffen auszuweichen. Sehr schön. Mit dem Orakelknochen kannst du Leuten Dinge entlocken, die sie sonst nicht sagen würden. Der Besitzer des Knochens wird viele Geheimnisse erfahren. Und genau dafür hatte ich die Schakalstatue und den Juwelenskarabäus geholt. Weil, wir können zwar später wieder hierhin, aber dann sind die Stände leer. Das heißt, wir würden diesen Orakelknochen nicht bekommen. Genau deswegen möchte ich ihn jetzt haben. So, hier gibt es nochmal Rosenwasser, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Hier kann man das Geld wechseln. Ja, möchten wir. Krallen, haben wir nicht mehr genug. Aber wir haben noch Juwelen. 2 Juwelen für je eine Goldmünze. Und schon haben wir da 3800. Ja, hier ist eine Freakshow. Die müssen wir besuchen, um den Fortschritt zu erweitern. Dafür habe ich noch ein Amulett des Charon. Ich sage ja. Die Show befindet sich am nördlichen Ende der Straße, die gen Westen führt. Grüß mir die Freaks. Hier erhalten wir Gewürzfächer. Fässer. Und hier glaube ich nochmal Perlen, genau. Jetzt hier am linken Rand finden wir nochmal Shops. Ich habe die besten Rüstungen. Was möchtest du sehen? Einen Helm. Ich habe einen Helm, der aus Drachenschuppen gefertigt wurde. Er ist robuster als die Titankrone. Er tauscht gegen das Amulett des Charon und 700 Goldmünzen. Ich spare lieber, weil die ganze Ausrüstung, die er uns hier anbietet, ist genau wie beim letzten Mal. Er bietet uns immer eins besser an, als wir im Moment tragen. Er sagt zwar jetzt, es ist besser als die Titankrone, aber in dieser Stadt existiert ein Waffenhändler. Dort gehen wir jetzt gleich erst hin und dann gehen wir nochmal hier hin. Hallo Kind, ich habe ganz besondere Sachen anzubieten. Einen Schleifstab für 300 Goldmünzen, den haben wir das letzte Mal getauscht. Und zwar in Alelachema gegen das Amor Ultra. Da das Amor Ultra halt auch ein seltenes Item ist, das nur einmal zu erhalten ist, habe ich ihn gegen den Schleifstab getauscht, weil man den Schleifstab hier für 300 Münzen kriegt. Andersrum wäre es aber nicht möglich gewesen, wir hätten ja jetzt kein Amor Ultra gekriegt. So, hier gibt es jetzt noch Insektenserum für 3 Flaschen Rosenwasser und 3 Perlen. Nehmen wir natürlich auch. So, das Insektenserum, wo haben wir es? Wehrt Moskitos und Spinnen ab. Der Schleifstab erhöht die Kräfte aller Schwertwaffen in deinem Besitz. Ja, ich benutze zwar keine, aber... Ne, wenn wir es umsonst kriegen... Sorry, ich mache zu, aber heute schon genug verdient. Ich biete dir günstige Gewürze an, nur 8 pro Fass. Nein, braucht man nicht.